Mir gefallen realistische Bilder, wo man was sieht, wo man ein Porträt malt, wo man dann auch denjenigen noch erkennt, wo man irgendwie doch irgendwie mitbekommt, ob das ein Kind ist oder eine Frau oder ein alter Mann. Das ist immer so eine ganz wichtige Frage, die ich mir stellen muss. Was schreibe ich eigentlich? Das entsteht in Konversationen mit Freunden, mit Bekannten, am Telefon, irgendwie sogar im Internet irgendwie und jemand schreibt was Witziges oder ich stolper über einen Text. Ich habe eigentlich für die Vernissage ein Thema gewählt, dieses Thema Schmutz, Marode. Es ist nicht alles sauber in der Welt, in der wir leben. Ja, man muss sich nur die Tagesschau angucken, dann weiß man, wovon man sprechen. Und das Thema mit der Hanna, mit dem Textlichen, das hatte ich in der Kunst irgendwie noch nie auf dem Schirm gehabt und das hat mich dann eigentlich gereizt. Das ist meine allererste Ausstellung und so langsam merke ich, dass auch so ein bisschen die Aufregung kommt. Was ich mir wünschen würde, ist, dass er erstmal dastehen und sagen, what the fuck, da steht ein Mülleimer, okay, da steht was drauf. So, dass du banale Dinge, die eigentlich jeder hat, jeder kennt, einfach mal hernimmst und gestaltest mit Schrift und denen mal irgendwie ihren Sinn aufschreibst. Es macht mir Spaß, was umzusetzen, ich freue mich daran. Und ob das jetzt das komplette Bild ist, das mir gefällt, oder teilweise sind es dann auch nur kleine Partien von einem Bild, wo ich mir angucke, wo einfach nur ein paar Farbkleckse oder Farbschichten übereinander sind, die ich während dem Malprozess eigentlich gar nicht so erkenne, gar nicht so sehe. Und dann gucke ich mir das einfach Tage, Jahre, Monate später mal wieder an und sage, boah, allein die Stelle finde ich geil und da freue ich mich dran. Insofern ist auch für mich der Prozess vom Beenden eines Bildes, das ist einfach ein Glücksgefühl. Ja, insofern, Kunst ist Glück.